Seit Generationen leben die Wardins als Bauern in dem märkischen Dorf Barnekow. Wolfgang Wardin ist nach Ausbildung und Studium in die LPG zurückgekehrt und übernimmt eine Leitungsaufgabe. Ein jahrzehntelanger Traum der Wardins erfüllt sich: die Melioration. Anne Schlomka erhält als Bauleiterin des Meliorationsabschnittes Barnekow ihre erste große Bewährungsprobe. Beide erfahren, dass es zwischen Wolfgangs Großvater und Annas Großmutter vor dem Ersten Weltkrieg eine Liebesgeschichte gegeben hat. Der Jungbauer Wilhelm Wardin liebte Anna Schlomka und holte sie als seine Braut auf den Hof. Anna war arm und nicht standesgemäß. Wirtschaftliche Schwierigkeiten zwangen Wilhelm Wardin, sich von Anna zu trennen und die reiche Bauerstochter Hedwig Netzeband zu heiraten. Zwei Jahrzehnte später, 1932, bewirtschaftet Wilhelm mit seiner Frau Hedwig den Wardinschen Hof. Sein Schwager Adomeit musste Wilhelms Schwester Selma heiraten, weil sie ein Kind von ihm erwartete. Adomeit lebt jetzt mit seiner Frau als Hofnachbar. Die von Brakens beherrschen gesellschaftlich und wirtschaftlich weiterhin die Gegend, aber jetzt in einer anderen Generation. Komm, wir laufen ein Stückchen hoch und lassen uns runtertreiben. Nö. Das ist eine Weisung, mein Kind. Erstens bist du nicht mein Vorgesetzter und zweitens habe ich bloß den Badeanzug. Der wird in einer halben Stunde wieder trocken. Ja, aber in 10 Minuten ist meine Pause zu Ende. Was schwimmst du eben ohne? Ja, dann muss ich meine Leute wieder ins Maul zerreißen, wenn sie mich sehen. Schrecklich. Jetzt höre ich wieder die Bauleiterin. Hast du was gegen sie? Ja. Die Anne mag ich. Aber die Bauleiterin Schlomka geht mir auf den Wecker. Aua, ich meine Schuft. Mit sowas gibst du dich ab. Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Das ist uns ganz vernünftig. Ja, deshalb geht das vernünftige Kind jetzt mit dem Onkel Wardin ins Wasser. Ich verlange von meinen Leuten Pünktlichkeit, da kann ich selber nicht zu spät kommen. Kannst du nicht mal an was anderes denken? So. Aber nicht 10 vor 1. Hallo Moppe, dein Trecker brennt. Solche Überraschungen habe ich aber gar nicht gerne, Chef. Wirf die Hose zu, Moppe, ist 5:01. Wenn du unbedingt Pausengymnastik machen musst, dann in der Pause. Das gleiche gilt für dich, Luzi. Komm schon raus. Zwei Minuten vor, Kollege Wardin. Noch ein Wort und ich setze hier auf den Dungräumer in Milchstall, Luzi. Um Gottes Willen, Kuhscheiß und alte Weiber. Los, Moppel, der ist dazu imstande. Also. Typisch Mann. Was er selber nicht erreicht, kritisiert er bei anderen. Die Luzi macht es immer bestimmt nicht so schwer wie du mir. Sag mal, bist du verrückt? Doch keine 40. Aber doch nicht auf so einem Weg. Ach, das gibt keine Beule. Sag mal, könntest du nicht mal ein bisschen Einzelmännchen spielen? Ein paar Fuhren Kies, ein bisschen planieren. Der ewige Dank der LPG wäre dir sicher. Und du kämst nie mehr zu spät vom Baden. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Da brauchst du Bulldozer und Kipper und Leute. Hast du die Verfügungsgewalt? Ja, für die Melioration. Hm. Na, beiläufig. Sozialistische Hilfe, verstehst du? Ist das dein Ernst? Na hör mal, ich denke nur an deinen Kopf. Außerdem würdest du damit das Renommee deines Geliebten beträchtlich steigern.
Für dein Renommee und deine LPG tue ich alles. Bist ein Schatz. Was sagt er jetzt? Auf die richtigen Beziehungen kommt's an. Scheint ja ein ganz patentes Mädchen zu sein. Halt sie dir warm. Verlass dich drauf, Vater. Schick den Mann einen Kasten Bier aus, Zicko. Was gibst du dem Brigadier? 50 Mark? So billig bringt uns nicht gleich wieder jemand den Weg in Ordnung. Liebes bisschen, bist du schwerhörig? Du hast ja wieder nicht gegessen. Brauchst doch bloß aufzuwärmen. Ich habe bald keine Ruhe mehr bei meiner Wochenendschicht, wenn du nicht isst. Ich verhungere schon nicht. Und die Kochplatte anschalten wirst du auch immer können. Du nimm dir ein Beispiel an dem Kage. Mann, hat der gemosert, dass die Trude zur Kim gegangen ist. Und jetzt? Britta Setzeier oder was weiß ich, sagt Trude. Ist Wolfgang zu Hause? Er macht einen Ausflug. Mit der Schlomka? Du, ist was Ernstes mit den beiden? Ich hab dich was gefragt. Schlomka ist ein Armer. Ich weiß nicht. Heute eine Baustelle hier, morgen woanders. Was soll denn das werden? Eher auf Wochenende? Das hält die Liebe frisch. Guten Morgen, soll ich sagen. Morgen. Ein schönes Kompliment. Unserer hübschen Marlies Büthner, die bei uns ein jeder kennt. Heute zu ihrem Wiegenfeste sollen diese Blumen sein. Alles Gute, alles Beste wünsche ich Ihnen oben rein. Bravo! Dankeschön, Kollege Wardin. Bravo, Jungchen! Sie sind ja wirklich schön. Ja, ja, nicht mal mein Mann hat dran gedacht. Der verfügt ja auch nicht über ein Büro. So einen Mann wie dich wünschte ich mir auch mal zum Geburtstag. Wird vorgemerkt. Ja. Machst du mir auch mal ein Gedicht, Jungchen? Ein Sonett, Frau Pinochat. Aber unter einer Bedingung. Ha, merkt ihr was, Mädchen? Jetzt will er was von uns. Mhm. Nur, dass ihr euch ein bisschen auf eure zarten Dederonhöschen setzt. Nein, nein, nein. Sollen wir rot werden? Ihnen steht's prächtig, Frau Büthner. Ihr drei werdet die erste Brigade für unsere Fersenherde. Was denn? Sollen wir etwa auf Schule? Das machen wir ganz unter uns. Regelmäßiger Plausch, Weideumtrieb. Futterbedarf und Zusammenstellung, Tiergesundheitspflege. Also nee, Jungchen, Bücher. Aus den Jahren bin ich raus. Meine beste Zeit ist vorbei. Morgen. Morgen. Morgen, Frau Doktor. Herzlichen Glückwunsch, Büthnerin. Danke, Frau Doktor. Sonst was Neues? Auf die Schule will er uns schicken, der Wardin. Betrachten Sie sich als Lehrerin für Stallhygiene und Gesundheitspflege verpflichtet. Nett, dass ich das so unvorbereitet gleich im Coram Publico erfahre. Ich habe Sie lange nicht gesehen. An mir liegt das nicht. Neulich wollte ich sie in der Mittagspause zum Baden abholen, aber sie waren schon. So ein Pech. Ja, die Bauleiterin hatte offenbar den gleichen Gedanken wie ich. Nur etwas früher. So, sind die Fersen markiert, die morgen rausgehen? Ich will die Atteste ausschreiben. Ich komme mit. Legt es ja ganz schön an auf den Wardin. Die Doktorsche. Ein gutes Huhn ist nicht gern ohne Hahn. Ich verrückt. Meine Frau liest noch nicht mal die Zeitung. Und jetzt will sie Fersenspezialistin werden. Was denn, Rubbelchen? Schnaps während der Arbeitszeit? Ausnahmsweise, Kollege Wardin, als Stärkung. Ist nämlich eben eine Rechnung gekommen. Was für eine Rechnung? Erst trinken. Na, wie wir uns schlagen lassen. Prost. Jawohl. Prost. Also, was für eine Rechnung? Meliorationsbaukombinatbau Abschnittsleitung Barnico. An die LPG Barnegrund. Für die Ausbesserung eines Feldweges gemäß mündlichem Auftrag Ihres Viehzuchtleiters Wolfgang Wardin berechnen wir 1334,48 in Worten. 1334 Mark und 48. Folgt detaillierte Aufstellung der Arbeitsleistung, Fahrzeug- und Maschinenkosten, Arbeitskräftestunden und so weiter und so weiter. Unterschrift Schlomka, Bauabschnittsleiterin. Die ist wohl verrückt. Tja, ja. So billig kriegen wir nie wieder einen Weg gemacht. Die Studien deines Sohnes kommen uns teuer zu stehen, Walter. Das wird sich klären. Da gibt's nichts zu klären, Dorinthy.
Zahlen müssen wir. Dazu kommen noch die 50 Mark für die Brigade und zwei Kisten Bier. Weil wir es nie wieder so billig kriegen. Oder zahlt das unser Viehzuchtleiter? Endlich mal wieder was zum Lachen. Studierter Hans Wurst lässt sich von Bauleiterin an die Strippe nehmen. Das waren 10 Überstunden, Kollegen Engelbert. Ich weiß doch, was ich schreibe, Kollege Klinke. Das muss nachgeprüft werden, Chefin. Da auf Absprachen mit dir als Bauleiterin kein Verlass ist, lege ich Wert darauf, auch privat mit dir quitt zu sein. Also bitte, tu dir keinen Zwang an, stell mir alles in Rechnung. Begleitung zum Baden, Abendunterhaltung, Bettgeflüster und so weiter und so weiter. Du weißt ja, wie man detaillierte Rechnungen aufstellt. Sollen wir uns den Karma vorknöpfen, Chefin? Wen schaut ab. Ach, Frau Doktor. Was verschafft mir denn die Ehre dieses so späten Besuches? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Ja, der Vorstand rotiert. Man erwartet von mir einen Bericht über die Empfangsvorbereitung für unsere erste Fersenherde. Warum weichen Sie mir aus? Seit 2 Wochen. Vielleicht aus Scham. Eine Blamage ist dem Renommee eines Mannes nicht gerade dienlich. Das kratzt ein bisschen am Selbstbewusstsein. Polieren Sie es wieder auf? Das ist ja mein Problem. Was? Ich bin nicht sicher, ob ich mein Selbstbewusstsein nicht zu wichtig nehme. Wie weit darf man gehen, wenn man nicht etwas tun will, was später vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen ist? Wissen Sie was? Stecken Sie Ihre Probleme mal in die Schublade. Kommen Sie mit baden. Es ist ein herrlich milder Abend. Das ist eine Versuchung, Frau Doktor. Und leider liege ich ihr. Sie stammen doch aus der Gegend. Kennen Sie eine besondere Ecke? Lassen Sie mich überraschen. Das Badezimmer hat sie gegeben. Der Abend ist viel zu schön, um ihn am Schreibtisch zu verhocken. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Mhm. Wenn ich morgen früh erst gekommen wäre? Ich hätte gewartet. Warum hast du mich bloß so reingelegt? Du machst mir eine Liebeserklärung und im gleichen Augenblick verlangst du, dass ich die Wege für deine EPG repariere. Wie hätte ich denn da gestanden vor meinen Leuten? An deine Leute hast du gedacht. Ja. Warum begreifst du nicht, dass ich es in meinem Beruf schwerer habe als ein Mann? Das ist ein verdammter Komplex. Hättest du mir nicht wenigstens was sagen können? Ich weiß ja, dass es falsch war. Und jetzt sitzt du hier wie ein Häufchen Elend. Kollegin Bauleiterin. Als ich dich heute Abend mit der Doktor schon hab wegfahren sehen, hatte ich plötzlich Angst. Jedenfalls werde ich am Sonnabend mit der Anne Schlumpka zum Rosenbaumfest tanzen gehen. Ob die Leute das verstehen und was sie dazu sagen, ist mir egal. Jetzt glaube ich auch, dass die Wardins die Majoration nicht lassen können. Das liegt daran, dass für die Wardins immer eine Herzenssache war, Frau Doktor.
Na, Chef, fandst du's gut unter dem Pantoffel? Sei doch still, Moppel. Mensch, Wolfgang, wie viel berechnet dir denn die Bauleiterin für einen Tanz? Musst du gleich zahlen oder schickst du dir die Rechnung? Du kriegst deine Rechnung von mir. Wolfgang, bitte. Siehste? Sie verbietet sie ihm. Moment, Frau Doktor. Ich glaube, hier müssen ein paar Großschnauzen gestopft werden. Was musst du sagen, Mädchen? Und fang hier nicht an. Ihr haut doch alles zusammen, wie ich euch kenne. Für Sie tun wir alles, Chefin. Halt bleiben, Kollege. Das beruhigt unsere Hitzköpfe hier am schnellsten. Ich bin ganz froh. Worüber? Dass du trotz des Geredes mit mir tanzt. Benny war Dienst lieben, lassen wir nicht davon. Ganz gleich, was passiert. Ja? Wer weiß denn das? Im Grabstein. Was machst du auf dem Friedhof? Ich geh gerne auf Friedhof. Da weißt du, das ist ein komisches Hobby. Maria Wardin, gestorben am 7. August 1932. 19 Jahre alt. Weißt du, woran sie gestorben ist? An Liebeskummer. Hast du doch gar nicht gekannt. Hm. Manche spricht sie sogar an der Familie rum. Aber komm, Anne, anderes Thema. Ist das Rosenbaumfest eigentlich immer Anfang August? Wieso? Weil deine Tante Maria heute vor 40 Jahren gestorben ist. Und wir tanzen unterm Rosenbaum. Ja. Damals war auch Rosenbaumfest. Pass auf, Achtung! Hier! Na komm schon! Hier! 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 Komm, Jungs, komm! Hier! Hey, Mutter! Maria, pass doch mal auf, ja! Komm! Hier! Na los! Na ja doch! Hier! Die Räder bis zur Achse im Dreck! Und wir bis zum Hals. Eine Plage ist das. Vom Jammern wird's auch nicht besser, Vater. Der liebe Gott hat schon so seine Gerechtigkeit. Lästere nicht, Wilhelm. Gott gibt uns, was wir verdienen. Ach, mit dem Baul kriegen wir die Fuhre nicht weiter. Los, nochmal, vorwärts. Jawohl, nicht nachlassen, Herr Mann. Einfach gleich. Langsam den Bogen. Nicht so scharf einschlagen, Junge. Spät mit dem Heu für die Jahreszeit, Bauer Wardin. Der Weg mitgeht, rührt sich langsam, Herr Baron. Das Wasser im Frühjahr, schwimmt's die Heuzeit ins Getreide oder fehlt am Korn? Es müsste eben melioriert werden, Wardin. Dafür ist die Obrigkeit taub, Herr Baron. Wir müssen die Karre allein aus dem Dreck ziehen. Tja, Wardin, wer hat heute schon festen Boden unter den Füßen? Fahren wir. Hübsches Frauchen, dass sich der junge Herr Baron da nach Hause bringt. Deine Gedanken bei den Gäulen, nicht bei einem Rock. Der Wardin scheint die Melioration ja langsam aufzugeben, Vater. Was sich in so einem Bauernhirn festgesetzt hat, das hakt drin. Für Generationen, wenn es sein muss. Die Wardins möchten aus unserer kargen Barneniederung einen Garten Eden machen. Man nennt das Melioration. Ganz so unbedarft bin ich nicht, Liebling. Ich verstehe nichts von Landwirtschaft. Aber ist das im Sinne der Volksernährung nicht sehr einleuchtend? Ich kann dich beruhigen, Schwiegertöchterchen. Für unsere Volksernährung ist Barnekur völlig unwichtig. Dieses Problem verlangt ganz andere Dimensionen. Schau mal, liebes Kind. Papa hat das Land um Barnekow zu einem Musterrevier für Niederwild gemacht.
Jeder Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt würde den Lebensraum für das Wild gefährden. Alles zurück. Hey! Was ist denn los, Schwab? Ach, Gemüse ist doch scheiße alles. Mir kommt die Galle hoch, wenn ich dran denke. Also bitte tu den Mund auf, Selma. Einer unterbietet den anderen bloß, um seine Ware loszuwerden. Ich gebe man dem auch drunter. Verschenken? Lieber verfüttern wir es an die Schweine. Gegen die Händler kommt niemand an. Das jüdische Pack steckt da alles unter einer Decke. Auf dem Markt sind nicht bloß Juden, ja? Ich habe euch gesagt, wir pflügen das Gemüse noch unter. Halt's Maul, Weib! Brrr. Hinterher ist jeder Klüger. Ja. Na los. Ja. Na, was steht denn hier rum? Wisst nicht. Wäre es nicht besser, den Jungen von der Schule zu nehmen? Nee, Walter, bleib. Aus Barnekow war noch nie einer auf dem Gymnasium. Hermann übernimmt den Hof. Walter soll wenigstens eine gute Schule haben, damit er bei seinem Bruder nicht den Knecht spielen muss. Du übernimmst dich, Wilhelm. Der Herr Rektor hat schon zweimal wegen dem Schulgeld gemahnt. Ich soll warten bis nach der Ernte. Und wovon bezahlst du die Steuern? Na komm, Zeit kommt raten. Ein Zahlungsbefehl wird kommen. Das ist heutzutage so gut wie der Kuckuck im Haus. Vier Mastschweine im Stall und du faselst vom Kuckuck. Der Riedhoff hat genauso geredet wie du, Wilhelm. Und was ist? Zwangsvollstreckt wird bei ihm nächste Woche. Ausgeführt, Oberscharführer. Was denn los? So lange bin ich hier. Du machst mich ganz nass. Maria! Gottes Willen, die Mutter. Maria, mach sofort auf! Mutter? Aufmachen sollst du! Ich komme gleich! Wie lange dauert denn das? Ja, ja. Wer war bei dir? Niemand. Lüge nicht. Wirklich, Mutter. Und das da? Also, wer war's? Der Hans Bezo.
Ich hab ihn gern, Mutter. Diesen Arbeitslosen habe nichts. Dank dem lieben Gott, dass Vater so einen tiefen Schlaf hat. Aber damit ist Schluss! Gnade dir, du triffst dich noch mal mit dem Kerl. Dann sag ich's dem Vater. Du bist verrückt, Diethelm! Das ist doch nicht schnell! Vorsicht! Pass auf! Die müde Krücke wird gleich munter. Sei ruhig, ist ja gut. Ist ja gut. So ein Idiot, dieser Autolaffe. Das Schloss und Regel gehört sowas. Na, das hätten Sie mal dem jungen Herrn Baron sagen sollen. Ach, Baron, sieht dem Gesock so ähnlich. Ruhig. Wie die Verrückten. Aber Nerven haben Sie. Ich bin im Wohnwagen geboren und groß geworden mit Pferden. Mich haut nicht gleich was um. Bist ein Dummkopf, Mona. Lässt dich von jeder Autohupe verrückt machen. Ihnen ist ja nichts passiert. Nichts passiert, wie ich aussehe. Hier, halten Sie mal. Sind Sie wirklich im Wohnwagen geboren? Ja, wir sind Schausteller. Aha, dann kommen Sie auch mal nach Barnekow. Mhm. Zum Rosenbaumfest. Bis zum Rosenbaumfest ist aber noch sehr lange hin. Können wir uns nicht mal vorher wiedersehen? Hm. Na ja, kommen Sie nächsten Sonntag nach Barnshagen. Ich muss jetzt weiter. Ja, wo finde ich Sie denn? Auf dem Rummel. Hopp. Wie heißen Sie eigentlich? Lilly. Was ich in den paar Tagen von Barnekow gesehen habe, ist nicht gerade sehr ermutigend. Sand, Wasser und Dürre. Hoffentlich müssen unsere Kinder hier nicht mal Hunger sterben. Erstens haben wir noch keine, mein Liebling. Und zweitens, ehe die so weit sind, sieht es ganz anders aus auf der Welt. Da sind wir nicht mehr auf märkischen Sand angewiesen. Du willst also wirklich Landwirt werden? Als Wartestellung, warum nicht? Eine erstklassige Gelegenheit, das neue Führungsprinzip zu üben. Führer und Gefolgschaft als Schicksalsgemeinschaft für Deutschland. Koke, August. Hier, quittieren. Moment mal, Herr Inspektor. Da fehlen 2,50, Herr Inspektor. Der Wochenlohn ist ab sofort um 2,50 Mark für Männer und um 4 Mark für Frauen gekürzt. Die wirtschaftliche Lage ist ernst, Leute. Heutzutage muss jeder den Gürtel enger schnallen. Mein Gürtel hat kein Loch mehr, Herr Inspektor. Wir haben eine Lohnvereinbarung für ein ganzes Jahr, Herr Inspektor. Ich kann's nicht ändern, Kugel. Aber du musst ja nicht hier arbeiten. Es gibt genug Arbeitslose. Also? Na. Eine Vereinbarung ist ein Vertrag.
Geht zu meinem Baron und verlangt, was euch zusteht. Ich dulde hier keine Hetze, Bezo. Ich rede vom Lohn, Herr Inspektor. Wer stempeln geht, kann leicht die Fresse aufreißen, Bezo. Aber ich bin froh, dass ich Arbeit und ein Dach über dem Kopf habe. Dann lasst euch doch die Haut abziehen. Wenn ihr auf mich hört, Leute, lasst es gut sein. Auf anderen Gütern trifft es weit härter. Daran ist nichts zu ändern. Auf Gut Birkheide hat sich das nach 10 Tagen Streik sehr schnell geändert. Ist das der Dank, dass ich Sie hier was verdienen lasse, Bezo? Verdienen? Herr Inspektor, ein Arbeitsloser ist billiger als ein Schloss am Tarif. Ich zwinge keinen hier zu arbeiten. Roszynski, Paula. Sag mal, Bezo, stimmt das mit Birkheide? Hast dir schlechte Zeit ausgesucht, Herr Schweine-Willem. Auf den Biestern sitze ich schon seit voriger Woche. Halt! Hey, die Kuh bleibt hier! Mensch, sieh sie doch wenigstens mal an. Rund und lang wie Marzipan, sag ich dir. Und wenn die Schokolade im Bauch hätten, Willem, nehme ich deine Schweine nicht ab, fluchst auf mich. Und zahle ich den Preis, bei dem ich zurechtkomme. Nennst du mich Betrüger, also besser du fluchst. Flüche nimmt der Steueramt nicht in Zahlung. Was bietest du? Dir möchte ich das nicht mal laut sagen. Wie? Prozent. Das ist doch... Ja, lass die Schweine im Koben, Willem. Warten ist da heutzutage manchmal so gut wie Gewinn. Da steckt ein Zahlungsbefehl hinterm Spiegel. Soll ich warten, bis mir der Kuckuck ins Haus fliegt? Tja, Willem, mit Schweinen wirst du da nichts ausrichten. So wie es jetzt aussieht. Herr Oemke, wir verrechnen gleich im Büro. Dann schieß mir was vor, Rossner. Du stehst bei mir noch vom vorigen Jahr zu Buche. Bring das erst mal ins Reine. Dann werden wir weitersehen. Kommen Sie, Herr Oemke. Du bist eine Händlerseele. Unser Eis kann ja zum Teufel gehen, wenn der euer Topkoch. Der Knüppel lässt man sich sein Recht verschaffen. Wer bin ich? Mein Gott, Hans. Was ist denn? Die Mutter hat mir verboten, mich mit dir zu treffen. Maria. Wir haben uns doch gern. Das kann uns deine Mutter nicht verbieten. Die Mutter hat Angst um mich, Hans. Ich komme ins Gerede. Das kommt von der verdammten Heimlichtuerei. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich rede mit deinen Eltern. Das darfst du nicht. Warum nicht? Du hast keine Arbeit. Ich will, dass alles klar ist, Maria. Auch mit deinen Eltern. Oder willst du, dass dich ein anderer nennt? Im Rahmen der Legalität. Wenn Sie es legal nennen, dass der rote Mob aus der Stadt unsere Leute versaut, dann pfeife ich auf die Legalität, Herr Dr. Jankowitz. Was meinen Sie, Braten? Tja, ich sage offen, eine Solidarisierung zwischen Arbeitern und Bauern, wie bei Ihnen auf Birkheide, lieber Kret, erschreckt mich natürlich aufs Höchste. Aber ob es richtig war, Polizei mit Gummiknüppel und gezogener Schusswaffe einzusetzen, wage ich zu bezweifeln. Um das Landvolk zu beruhigen... Beruhigen nach was? Ein gehöriger Ruck in die Kandare bringt einen widerspenstigen Gaul am besten zur Raison. Lieber Kret, die Zeiten haben sich geändert. Also gut, dann werde ich ab sofort mit meinen Leuten frühstücken. Als kleines Entgegenkommen für Aufruhr und Streik. Sagen Sie, Herr Landrat, die Bauern laufen Ihnen doch seit Jahr und Tag wegen der Melioration die Tür ein. Könnte man Ihnen da nicht etwas entgegenkommen? Bracken, sind Sie jetzt Teufels? Wollen Sie Ihre Jagd ruinieren? Ich denke an bescheidene Anfänge. Entkrautung und Befestigung der Flussufer, Beseitigung einiger Sandbänke. Dazu sind Mittel nötig.
Wozu haben wir eigentlich den freiwilligen Arbeitsdienst, Herr Landrat? Herr Baron, die Instandsetzung des Flusslaufes wäre eine Aufgabe für das Wasserstraßenbauamt, aber... Aber das hat im vergangenen Monat allein in unserem Kreis 30 Arbeiter entlassen. Und der freiwillige Arbeitsdienst für dieses Projekt, das würde den Linken Anlass zu einer Kampagne geben. Na, großartig, Herr Landrat. Besser können die Dinge doch gar nicht liegen. Bitte. Ich verstehe nicht ganz. Sehr einfach. Wir setzen uns für die Melioration durch den Arbeitsdienst ein. Die Kommunisten verhindern es. Ich wette, unsere Bauern glauben denen nach dieser Erfahrung kein Wort mehr. Na komm, mein Dinger, komm. So. Mein Gott, Selma. Was ist mit dir? Ich halte das nicht mehr aus. Hat er dich wieder geschlagen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du bleibst erstmal hier. Wenn wir Kinder hätten, wäre alles anders. Es ist nicht deine Schuld, dass du keine kriegst nach der Bauchhirnschwangerschaft, Selma. Aber Robert kommt nicht darüber weg. Das ist noch lange kein Grund, dass er dich schlägt und zur Palitzki läuft. Vor allen Leuten. Hör mal zu, Schwager. Der Hof gehört zu 4/5 der Selma. Ich habe ihr immer von der Scheidung abgeraten. Aber wenn du sie noch einmal schlägst, oder wenn mir noch einmal was von dir und der Palitzki zu Ohren kommt, dann bin ich mit der Selma am nächsten Tag beim Rechtsanwalt. Dann gehst du hier vom Hof. Dann kannst du dich mit der Palitzki zusammentun. Aber ob du jemals so eine Wirtschaft bekommst, das überleg dir. Und da wir gerade reinen Tisch machen, ich habe dir im Frühjahr Gemüsesamen und Kunstdünger vorgeschossen. Das brauche ich jetzt, für die Steuer. Ja, wo soll ich denn das Geld hernehmen, Wilhelm? Mir ist das Gemüse schiefgegangen, wie dir. Danach fragt das Finanzamt nicht. Und du hast ja die Mastschweine im Stall. Die nimmt mir doch der Rossner nicht ab. Da siehst du's, Wilhelm. Die Juden sind unser Unglück. Ach, mit deinen Sprüchen von deinem Hitler auf. Davon kriege ich ja mein Geld nicht. Ich kann es dir nicht bar zahlen, Wilhelm. Aber ich sorge dafür, dass der Rossner dir die Schweine abnimmt. Zum reellen Preis. Los ran, von allen Seiten! Runter mit dem Sau! Runter mit dem Schwein! Passt an! Komm, komm, mein Herr! Was wollen Sie denn von mir? Komm schon! Aber meine Herren, was wollen Sie denn von mir? Lassen Sie mich! Das dürfen Sie nicht! Sie machen sich strafbar! Hier werden wir es zeigen, Judensau, verdammte deutsche Bauern betrügen. Keine Schweine abnehmen. Wag dir's nochmal, dann kannst du deine Knochen einzeln zusammensuchen, unnummeriert. Kapiert? Los ran! Na, meine Herren, wir versuchen es nochmal. Na, 20 Pfennig für 5 Schuss, genau schießende Gewehre. Bitte schön. Na, junger Mann, die paar Hosen schießen für Fräulein Baut. Guten Abend, Fräulein Lilly. Also eigentlich bin ich gekommen, um mit Ihnen zu schaukeln. Ist aber noch nicht Feierabend. Ach, weiß ich. Theo? Ja? Machen wir hier weiter. Kommen Sie. Das ist Herr Wardin, der neulich die Mona aufgehalten hat. Das ist mein Bruder. Setzen Sie sich doch oder glauben Sie, ich schaff's nicht alleine. Ich denke, es ist genug. Angst. Ich bin mit der Schaukel groß geworden. Warum sind Sie erst so spät gekommen? Der Bauer muss erst das Vieh versorgen. Ah ja, natürlich.
Aber ich war schon eine Stunde da. Wo? Bei dem Wohnwagen. Ich habe ihn zugesehen. Eine Stunde? Ich hätte Ihnen noch länger zusehen können. Warum sind Sie denn nicht zu mir gekommen? Warum? Ich hatte Angst, dass Sie mich dann behandeln wie die anderen. 5 Schuss für 20 Pfennige, Blume oder Scheine. Sie hätten nichts bezahlt. Das meine ich nicht. Was dann? Ich wollte nur zu Ihnen. Der Landwirtschaft geht's nun mal dreckig, Bezo. Wem geht's denn dreckig, Stritzke? Dir oder der Herrn Bauern? Wenn wir streiken und das Gut geht pleite, sind wir die Angeschissenen. Ein Dach über den Kopf und ein Deputat, das zählt was heutzutage. Und hin und wieder eine Lohnkürzung, weil es dem armen Herrn Baron ja so schlecht geht. Aber neue Traktoren kann er kaufen und eine neue Dreschmaschine. Und einen Sportwagen für seinen Sohn als Hochzeitsgeschenk. Und du meinst, wir erreichen was? Das hängt von euch ab. Wir müssen durchhalten und Speck. Ein Bier? Sofort, Herr Inspektor. Na, Bezo? Wühlen Sie schon wieder? Nein, Herr Inspektor. Wir überlegen gerade, welchen 2,5-Liter-Sportwagen der Stritzke seinem Sohn kaufen soll. Als Hochzeitsgeschenk. Warum sehen Sie mich denn so an? Ich versuche, aus Ihnen schlau zu werden. Wieso? Sie sind ein komischer Kerl. Durchgehende Pferde halten Sie auf, aber wenn Sie mit mir allein sind, kriegen Sie kein Wort heraus. Was soll ich denn sagen? Sie gefallen mir. Schon beim ersten Mal auf der Straße haben Sie mir gefallen. Und ich habe gewusst, ich muss Sie wiedersehen. Deshalb hättest du nicht zu kommen brauchen. Aber Lilly, ich... Mach das mit deinen Dorfdrehen, nicht mit mir. Scher dich weg! Lilly! Brr, brr. Ich muss dir was sagen, Robert. Na, was ist? Ich bin schwanger. Brr. Was? Ein Kind, ach du Scheiße. Herrgott, wenn das die Selma erfährt. Seit wann hast du Angst vor deiner Frau? Die verprügelst du doch. Ich kenne die Verdienst, Lisa. Ein Bankert verzeiht mir der Wilhelm nicht. Soll ich mich vom Hof jagen lassen? Als Knecht gehen? Es ist zu früh für uns, Lisa, glaub mir. Du hast gesagt, ich soll deine Bäuerin werden. Zu meinem Wort stehe ich, Lisa. Versprochen hast du immer viel. Das Kind ist mein Pfand, Robert, dass du dein Versprechen hältst. Du musst von hier weg. Hm. Wohin? Ich besorge dir eine Stellung. Es ist ja nur, bis ich eigenes Land habe. Lisa. Unser Kind soll doch auf eigenem Boden aufwachsen. Guten Abend wünsche ich. Was willst du? Ich hätte ein Wort mit Ihnen zu reden, Bauer. Dann red. Könnten wir das nicht draußen bereden? Ich wüsste nicht, was meine Leute nicht hören dürften. Ich möchte nicht, dass Sie es zuletzt erfahren, Bauer. Was? Von der Maria und mir, ich meine, dass wir zusammen gehen. Du hast was mit dem da? Ihre Frau hat der Maria verboten, sich mit mir zu treffen. Aber ich mein's ehrlich. Ich will die Maria heiraten. So. Du willst
die Maria heiraten. Ja, Bauer. Jetzt gleich kann ich es noch nicht. Ich habe keine Arbeit. Aber die Maria und ich, wir sind uns einig. Ach so. Ihr seid euch einig. Und du glaubst, ich gebe meine Tochter einem wie dir. Einem Arbeitslosen habe nichts. Doch dazu einem Kommunisten, der dem anderen das ihre wegnehmen will, weil er selber nichts hat. Aber du glaubst wohl, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wie? Bei uns nicht. Und nur verschwende. Und gnade dir Gott, wenn du nicht die Finger von der Maria lässt. Für ihren Herrgott sind alle Menschen gleich, heißt es. Mir an ihrer Stelle wäre nicht wohl in meiner Haut, Bauer. Raus! Dich mit so einem einzulassen, schlag dir den Kerl aus dem Kopf. Verstanden? Wäre es nicht besser, die beiden zu lassen, Wilhelm? Maria kann nicht immer auf dem Hof bleiben. Solange ich der Bauer bin, kann sie. So uneben ist der Bezu nicht. Und wenn die Zeiten sich ändern, beim Wasserstraßenbau verdienen sie nicht schlecht. Da kann einer schon Frauen und Kinder durchbringen. Eine Wardin nimmt keinen Roten. Glücke Vögel hält man nicht im Nest, Wilhelm. Ja. Die Zündung war nicht richtig eingestellt, Herr Baron. Na, wunderbar. Was bekommen Sie? Und wenn ich Geld verlange, ist das Schwarzarbeit. Ah, ja? Einverstanden? Danke. Ach, sagen Sie mal, Pizzo. Sie hatten beim alten Wardin Pech, der Tochter wegen? Ja, eine Stempelkarte ist ein schlechter Brautwerbe, Herr Baron. Tut mir leid, Pizzo. Ein tüchtiger Mann wie Sie. Was haben Sie denn eigentlich gelernt? Maschinenschlosser. So. Da wären Sie ja vielleicht der richtige Maschinenwärter für das Gut. Maschinenwärter? Ich? Wo ist aber der Haken, Herr Baron? Was für ein Haken? Sie wissen, ich bin Kommunist. Also, was Sie denken, wem Sie Ihr Bier trinken, das ist mir egal. Ich erwarte lediglich Pünktlichkeit, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Interesse der Arbeit. Oder sind Sie als Kommunist dagegen, für die Volksernährung zu arbeiten? Nein. Na also, vielleicht ändert dann der Wardin seine Meinung. Ein Gutsangestellter ist doch immerhin wert. Geschmack, euer Hermann. Jeder muss sich mal die Hörner abstoßen. Das ist eine Schaustellerin vom Rummel in Bamshagen. Ob die ihr Vorderstübchen zur Miete gegeben hat? Sei vorsichtig, Wiesinger. Verfeinde dich nicht mit dem angehenden Schwiegervater. Wegen der Zirkusprinzessin, das fehlt mir noch. Es war dumm von mir neulich. Bist du mir noch böse? Du bist ja gekommen. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Du schickst mich nie wieder weg? Mm-mm. Nie mehr. Hü!
Preußner nimmt mir die Schweine ab. Ein kräftiges deutsches Wort wirkt bei so einem Wunder. Bei uns gibt's das nicht mehr, Wilhelm. Dass jeder jüdische Krämer einem deutschen Bauern die Kuh aus dem Stall und einen Schrank aus der Stube holen darf, wegen ein paar Mark Zinsrückstand. Zinsen muss ich überall zahlen. Bei Raiffeisen, bei der Bank, sogar bei Herrn Baron, wenn ich mal die Pacht für die Barnewiesen eine Woche später zahle. Jedenfalls, ich danke dir, dass du das mit Rossner für mich geregelt hast. Alles ist doch Quatsch. Du bist einer von uns. Ich bin Bauer, kein Politiker. Was heißt kein Politiker? Wir sollen den Saustall ausräumen, wenn ich hier. Wenn das stimmt, Bonnecke, schmeiß ich eine Lage kurz und lange. Ja, die kannst du gleich bestellen, Kagel. Amtlich vom Landrat. Die Barne wird reguliert. Die Ufer entkrautet, der Bogen bei Zikrusland begradigt. Noch in diesem Jahr. Ja, in der nächsten Woche kommen die Vermesser. Oh, wer es nicht glaubt, Zeit. Bitte. Und wer soll die Arbeit machen? Der freiwillige Arbeitsdienst. Notstandsarbeit. Kostet uns keinen Pfennig. Mich trifft der Schlag. Der Staat tut was für uns. Das ist erst der Anfang, Wiesinger. Müssen wir gleich mit der Meliorationsgenossenschaft weitermachen. Wie stellst du dir das vor, Wilhelm? Eine Genossenschaft braucht Geld. Als Genossenschaft bekommen wir Kredit. Noch mehr Schulden, Wilhelm? Nee. Ich habe jetzt schon mehr, als ich Zinsen zahlen kann. Na, darum fordern wir ja die Brechung der Zinsknechtschaft, Sikor. Wenn dann Hitler seine schönen Worte bezahlen müsste, könnte er betteln gehen. Wir haben ein Programm für die Bauern. Programme hatten alle Parteien und Regierungen, aber ein Pflaster für den Schaden hatte noch keine. Für uns ist die Melioration das Pflaster. Wir können das Doppelte und Dreifache ernten. Ich will nicht weiter spucken, als ich kann. Wer nicht weit zielt, trifft nicht weit. Lass ihm mal zu, dass du genug Spucke für eine Doppelhochzeit hast. Was heißt ihr Doppelhochzeit? Na, wenn eure Maria und euer Hermann heiraten, wäre da ein Abwasch. Im Dutzend kommt alles billiger. Kriegst ja feine Schwiegerkinder, Wilhelm. Einen roten und eine vom Rummel. Kümmer dich um deinen Dreck, Zikro. Um meinen kümmere ich mich selber. Na, ich weiß nicht, Wilhelm. Die Maria und der Bezo, die zählen nicht bloß die Sterne. Das hat sich ausgezählt. Und der Hermann sattelt auf Karussellpferde um. Nicht mein Hermann. Der weiß, wo er hingehört. Ich muss gehen, Lilly. Du denkst immer nur ans Gehen. Halb vier fängt die Arbeit im Stall an. Bleib, Hermann. Bleib nur ein einziges Mal, Hermann. Nur das eine Mal, Hermann, bitte. Es geht nicht, Lilly. Ich bin Bauer. Wir werden doch noch viele Nächte haben, hm? Ich denke nur an die heute, Hermann, und die will ich ganz. Die teile ich nicht. Schon gar nicht mit euren blöden Kühen. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du unser Gast gewesen bist. Amen. Ihr bringt das Heu zu Schwaben. Sobald ich zurück bin, fahren wir ein. Du, Lilly, wollen wir heiraten? Wir, du meinst du und ich? Ja. Du bist vielleicht komisch. Die halbe Nacht bist du weg von mir und jetzt fängst du gleich vom Heiraten an. Weißt du selber nicht, was du willst? Ich will, dass wir immer zusammenbleiben. Und wie stellst du dir das vor? Du kommst zu mir auf den Hof. Als Magd. Als zukünftige Bäuerin. Hier bin ich jetzt schon Chefin. Ich mach dann besser einen Vorschlag. Komm zu mir. Vom Rummel? Ich bin Bauer und kein Zigeuner. Aber mit einer wie mir zu schlafen, beschmutzt deine Bauernehre nicht. Ich wollte dich nicht kränken, Lilly. Aber du musst mich verstehen. Ich bin nicht der Mensch, der auf Rädern leben kann. Mir klebt der Acker an den Sohlen. Hier wärst du dein eigener Herr. Ich bin der Hoferbe, Lilly. Der Vater. Wenn du jetzt gehst, Hermann, brauchst du nicht wiederzukommen. Nie mehr. Aber Lilly, ich... Ich mein's ernst. Du musst wissen, was du willst.
Lilly, wirst du zu mir kommen? Ist das die Bedingung dafür, dass du bleibst? Nein. Aber willst du denn ein Leben lang rumziehen? Von einem Rummel zum anderen? Überlegst dir. Hermann, man sieht's mir vielleicht nicht an, aber ich habe ein bisschen Geld auf der Kante. Dazu noch die Schießbude und das Karussell. Ich bin keine arme Magd, für die es eine Gnade ist, wenn ein Bauernsohn sie nimmt. Ich bin Chefin. Nicht unvermögend und unabhängig. Du willst also nicht? Doch, Hermann, ich heirate dich. Aber ich will die Bäuerin sein. Dein Vater muss am Hochzeitstag den Hof an dich übergeben. Das ist meine Bedingung. Traust du dich nicht, mich zu küssen vor deinem Vater? Vater, wenn du ein Wort sagst, dass ich heute Nacht bei Lilly geblieben bin, dann fährst du ohne mich nach Hause. Steig auf. Hier. Ja, Elfriede? Draußen sind zwei Arbeiter vom Gut mit einem Brief. Sie wollen ihm den Herrn Baron nur persönlich übergeben. Eine Abordnung? Interessant. Lassen Sie sie kommen. Nun, was gibt's? Wir haben einen Brief für Sie, Herr Baron, von den Arbeitern. Sie heißen? Kuckel, August, Herr Baron. Gut, Kuckel. Sie haben Ihren Auftrag erfüllt. Etwas Unangenehmes? Die Leute stellen ein Ultimatum. Rückgängig machen Lohnkürzung oder Streik? Streik, um Gottes Willen. Von den Gutsarbeitern hat das keiner aufgesetzt. Riecht verdammt nach diesem Bezo. Ich heirate die Lilly, Vater. Oh. Nach so einer Nacht denkt man manches, wenn man jung ist, Hermann. Lilly wird meine Frau, davon bringst du mich nicht ab. Maria geht früher oder später doch aus dem Haus. Wozu eine Magd nehmen? Wenn's die Jungbäuerin sein kann. Ein Bauernhof ist keine Luftschaukel, Hermann. Da steht man nicht daneben und hält die Hand auf. Brrr. Wir kommen endlich mit der Melioration voran. Bloß noch ein paar Jahre. Dann kann uns weder Dürre noch Nässe was anhaben. Mit der richtigen Bäuerin bringst du den Hof zum Blühen. Wenn wir ihn bis dahin noch haben. Wir sind bisher immer zurechtgekommen. Wir reißen doch Löcher auf, Vater, um andere zu stopfen. Wie lange soll denn das noch so weitergehen? Ich bin kein verliebter Märzkater mehr, wie du denkst. Lilly hat Geld. Damit wären wir aus allem raus. Hü! Was ist denn, Maria? Bist du krank? Ich bekomme ein Kind, Mutter. Mein Gott, Mädel. Ist das wahr? Ja. Was sagst du da? Ein Kind? Etwa von diesem Bezo? Ja, Vater. Das wagst du mir zu sagen? Du, ich bringe dir das Bein aus! Es ist deine Tochter, Wilhelm! Was, meine Tochter? Da spricht sie, dass mir sowas ins Heu geht. Aber der Hans will mich heiraten. Ach so.
Hat dir das Kind gemacht, um mich zum Ja zu schreien? Lass sie jetzt, Wilhelm! Komm, Maria. Du kannst nicht wollen, dass Maria in Schande fällt. Redest du mir das als Sünde zu? Ich hab dir immer gesagt, Töchter und Vögel muss man hüten. Ich kann das Mädel nicht anbinden. Was hat sie denn vom Leben? Arbeiten muss sie von früh bis spät. So, und was tun wir? Der Herr Baron will den Bezo als Maschinenwärter einstellen. So kriegen wir das Mädel mit Anstand unter die Haube. Hast du schon das Aufgebot bestellt? Ich rede im Ernst, Wilhelm. Der liebe Gott richtet's schon zum Besten. Und wenn uns der Hermann noch eine Schwiegertochter bringt. Eine vom Rummel als zukünftige Bäuerin. Weit sind wir gekommen. Eine reiche Braut fragt niemand, wo sie herkommt. Wir könnten eine Doppelhochzeit ausrichten. Du verteilst schon die Mitgift. Du kennst doch nicht mal die Braut. Die Mitgift wiegt manchmal die Bringerin auf. Solltest du eigentlich wissen, Wilhelm. Und Hermann mag sie. Das zählt auch. Also sträub dich nicht. Und was den Bezel betrifft, ein Maschinenwärter kann eine Familie annähern. Marias Kind soll seinen Vater haben. Du redest gerade, als ob ich was anderes könnte als ja sagen. Dann bring's mit dem Bezel ins Reine, Wilhelm. Das Aufgebot muss ohnehin kurz genug sein. Feine Verwandtschaft, die wir da anheiraten. Kommune und Zigeuner. Was geht denn hier vor? Siehst du doch. Verdammt nochmal, da seht ihr zu. Die Leute haben gar nicht so Unrecht, Adomait. Der freiwillige Arbeitsdienst soll ihre Arbeit machen. Freiwilliger Arbeitsdienst ist staatlich organisierte Arbeitsbeschaffung. Arbeitsbeschaffung? Lohndrückerei ist das. Die kriegen 40 Pfennige am Tag, wo wir im Tarif arbeiten könnten. Ach so. Der Bezo. Jetzt verstehe ich Kommune. Was hast du angezettelt, du rotes Dreckschwein? Los, runter mit der Hetzparole! Das dreht sich, Herr Oberscharführer. Du hast nur auf eine kleine Abkühlung. Was beruhigt, was? Brauchst du einen Rettungsring, Alumay? Oder kannst du schwimmen? Bring die Hosen raus, sonst denkt man doch, du hast sie voll. Und vergiss es nicht zu melden. Vielleicht kriegst du einen Orden von deinem Führer. Ich meine, nur, dass das klar ist, Bezo, ja? Ich gebe dir die Maria nur, weil sie nicht mit dem Bankert rumlaufen soll. Einer wie du käme mir ja sonst nicht in die Familie. Aber wenn du schon dazugehören musst, so denk wenigstens dran, was deine Schuldigkeit ist. Ich tue für die Maria, was ich kann, Bauer. Das verspreche ich. So. Und wer hat die Vermessungsfehler rausgerissen? Lass das doch jetzt, Wilhelm. Ruhe! Warst du denn dabei oder nicht? Ja. Ich habe zwei gesunde Hände. Aber ich gehe stempeln. Der Arbeitsdienst. Nimm mir meine Arbeit und meinen Lohn. Meine Arbeit. Mein Lohn. Und dein Brot, wo wächst das? Seit wann kümmert euch Bauern, dass wir Proleten zu essen haben? Warum bin ich arbeitslos? Warum kann ich mir nichts kaufen? Das kann ich dir erklären, wer dran schuld ist. Ihr Kommunisten. Wo was getan wird, damit sich das Elend ändert. Da seid ihr da und schießt quer, ja? Wir sind gegen das Elend genauso wie Sie, Bauer. Ha? Reißt du deshalb die Vermessungsfehler raus? Damit wir nicht mehr ernten? Was nützt ihm denn mehr ernten, wenn sie nichts verkaufen können?
Den Bauern geht es erst besser, wenn es den Arbeitern besser geht. Wir wollen die Nacht nicht verreden. Für uns beginnt der Tag mit der Sonne. Noch ein Rat zum Schluss, Bezo. Du wirst jetzt Maschinenwärter beim Baron. Wenn du Arbeit und Lohn hast, dann halt dich aus allem anderen raus. Dann geht dich nichts mehr an. Gute Nacht. Ich bringe Hans noch ans Hoftor, Vater. Ja. Einen feinen Schwiegersohn kriegen wir da, Hedwig. Hm. Lass ihn nur erst mal verheiratet sein und Kinder haben. Da wird jeder vernünftig. Auch der Bezo. Oh. Bezo, wir wollen beide dasselbe. Den Leuten helfen. Aber sie zäumen das Pferd vom Schwanze auf. Streik gefährdet den Arbeitsplatz. Wenn sie den Leuten wirklich helfen wollen, dann reden sie ihnen diesen idiotischen Streik aus. Das kann ich nicht, Herr Baron. Die Leute hören auf Sie. Bringen Sie sie zur Vernunft. Ich halte die Lohnforderung für sehr vernünftig, Herr Baron. Sie sagen, es fällt Ihnen schwer, das gut zu halten. Ihren Arbeitern fällt es schwer, ihre Familien zu ernähren. Ich bin bereit, das Deputat um 2 Zentner Kartoffeln zu erhöhen. Das heißt, für 20 Mark mehr Kartoffeln im Jahr. Vom Lohn ziehen Sie Ihren Arbeitern im Monat 10 Mark ab, den Frauen sogar 16. Ich glaube, mit der Rechnung sind Ihre Leute nicht einverstanden, Herr Baron. Bezo, Sie wollen heiraten. Und eine Familie will ernährt sein. Ich kann Maschinenwärter bekommen, so viel ich will. Aber ich will Sie. Ich schätze Leute mit eigener Meinung. Dass diese Meinung falsch sein kann, mein Gott, wer irrt sich nicht? Wir sind alles nur Menschen und Irrtümer lassen sich korrigieren. Herr Baron, ich bin kein Lump. Verschwinden Sie. Duschke! Herr Baron! Ab morgen zahlen Sie den Leuten wieder den alten Lohn aus. Den Ausgleich für die letzten Wochen dazu. Wie Herr Baron befehlen. Danke. Sie erlauben doch, dass ich eine Zigarette rauche? Aber Lilly, ich sagte dir doch das. Deine Eltern wollen mich kennenlernen. Soll ich mich zeigen, wie ich nicht bin? Wir sind das nicht gewöhnt, Frau Lilly. Aber trotzdem. Sie gefallen mir. Ohne Umwege, geradeaus. Ich mag das. Danke, Herr Baron. Bitte. Also ohne Umwege. Hermann sagt, er will Sie heiraten. Und ich ihn. Das ist wichtig. Sie bringen 5.000 Mark in bar mit. Ja. Landarbeit ist harte Arbeit, Fräulein Lilly. Sie sind das nicht gewöhnt. Uns fliegen die gebratenen Tauben auch nicht ins Maul, Frau Wadin. Ich sag's rundheraus. Eine Frau von einem Hof wäre mir lieber für den Hermann. Aber wenn Sie es ernst meinen und entschlossen sind, wir werden sie ihn so leicht wie möglich machen, sich einzuarbeiten. Und bis der Hermann den Hof übernimmt, bis dahin sind hoffentlich bessere Zeiten. Hast du es deinem Vater nicht gesagt? Darüber können wir später immer noch reden, Lilly. Nein, Hermann. Ihr Sohn war offenbar zu feige, ihm zu sagen, dass ich nur unter einer Bedingung auf den Hof kommen werde. Und was für eine Bedingung wäre das? Dass Sie am Tag unserer Hochzeit den Hof an Hermann übergeben.
Das können Sie nicht verlangen, Fräulein. Doch, Frau Wadin, das kann ich. Soviel ich weiß, ist es um Ihren Hof nicht zum Besten bestellt. Ihnen kommt mein Geld sehr gelegen. Ich habe nichts dagegen. Ich klebe nicht dran, wenn es helfen kann. Aber ich gebe meine Selbstständigkeit nicht auf, um bei Ihnen Magd zu werden. Die zukünftige Bäuerin ist keine Magd. Ich nur nicht weiß, was schwarz ist, Frau Wadin. Offenheit gegen Offenheit, Fräulein. Ich ziehe mich nicht eher aus, als bis ich ins Bett gehe. Dazu bin ich noch nicht alt genug. Außerdem, der Hermann ist noch nicht in dem Alter, in dem man Bauer wird. Wenn Sie von einem Hof stammen würden, wüssten Sie das. Und wenn ich vorhin Ja gesagt habe, dann sage ich jetzt Nein. Und wenn Sie sich's anders überlegen. Sie sind vielleicht eine gute Geschäftsfrau. Aber eine Bäuerin sind Sie nicht. Und werden Sie nicht. Jedenfalls nicht auf unserem Hof. Und das ist mein letztes Wort. Dabei stumm wie ein Fisch, lässt dein Vater alles kaputt machen. Als ob ich einen Fall gewehrt für dich, als ob wir uns nicht lieben. Ich hab doch das Recht nicht gemacht, Lilly. Ich kann's auch nicht ändern. Das ist nun mal so. Der Sohn muss warten, bis der Vater übergibt. Und wann wird das sein, Hermann? In 10 Jahren oder in 20? Und bis dahin bist du der Knecht und deine Frau die Magd. Vater hat recht. Du kannst nicht denken wie eine Bäuerin, sonst würdest du mich verstehen. Nicht denken wie eine Bäuerin, das ist doch Gerede. Du weißt nicht, was das heißt, sein eigener Herr zu sein. Komm doch zu mir. Du wirst es kennenlernen. Ich soll davonlaufen? Ja, glaubst du, ich hänge an all dem hier weniger als du an eurem Hof? Ich hätte es aufgegeben, weil ich dich liebe. Ich wollte mich nur nicht verschlechtern und für dich was verbessern. Ich lasse den Hof nicht im Stich, das tue ich Vater nicht an. Dann ist es besser, wir sehen uns nicht mehr. Müssen die Erntewagen was aushalten, Herr Wadin? Ja, die beste Ernte macht keine Freude, wenn Sie nicht mal die Kosten für die Aussaat einbringen, Herr Baron. Ja, es wird höchste Zeit, dass unser Volk wieder lernt, sich von dem zu ernähren, was Gott auf unserer Heimaterde wachsen lässt. Schön wär's, Herr Baron. Ach, Herr Wadin, damit Sie nicht unvorbereitet sind, erfahren Sie es von mir als Erster. Der Arbeitsdienst kommt nicht. Das ist doch nicht möglich. Das war doch alles schon perfekt. Die Kommunisten haben gegen den Einsatz von Arbeitsdienst eine Verfügung wegen Ungesetzlichkeit erwirkt. Ungesetzlichkeit? Hilfe für die Bauern ist heute schon Ungesetzlichkeit. Leider gelten bei uns Paragraphen heute noch mehr als Tatkraft und Verstand. Es ist zum Verzweifeln. Die Zeiten ändern sich. Warten Sie mal, bis die Nationalsozialisten an der Macht sind. Und Sie meinen, der Hitler tut was für uns, Herr Baron? Dann weht ein anderer Wind. Sie werden sehen. Das sagt Adam Maid auch immer. Tja, Herr Wadin, Ihr Schwager hat das begriffen. Für Sie ist es natürlich besonders schwer, diesen Bezug in die Familie zu bekommen. Ein notorischer Gegner des Nationalsozialismus und Ihrer eigenen Ziele. Meine Tochter wartet von ihm ein Kind, Herr Baron. Tja, das ist natürlich Pech. Sie hätten das Zeug, hier mal Bürgermeister zu werden. Dann hört hier alles auf Ihr Kommando. Auch mit der Melioration. Tja, schade für Sie. Aber als alter Soldat, werden Sie ja verstehen, wer mal kommandieren will, muss makellos sein. Der Bezo ist ja noch jung, Herr Baron. Wenn er erst bei Ihnen Maschinenwärter ist und Familie hat, dann wird er schon vernünftig werden. Wer unter meinen Arbeitern einen Streik anzuzetteln versucht, ist für mich untragbar. Tut mir leid!
Sicherheitshörer lief. Dieser Lump. Dieser elende Lump. Es hätte alles gut werden können. Der Herr Baron hätte uns eine Wohnung gegeben. Geranien vor den Fenstern. Ich hätte zu Hause geholfen und die Eltern hätten uns geholfen. Und wir wären immer zusammen gewesen, Hans. Ich weiß es ja, Maria. Aber sollte ich mich vor die Leute hinstellen und sagen, der Herr Baron gewährt euch huldvoll 2 Zentner Kartoffeln mehr und dann geht ruhig an die Arbeit, damit ich Maschinenwetter werde. Das habe ich nicht gekonnt. Was soll nun werden? Vater wird nie mehr Ja sagen. Nie. Wir warten. Und wenn Vater verlangt, dass ich das Kind nicht bekomme? Dazu kann er dich nicht zwingen. Ich habe Angst, Hans. Du musst festbleiben, Maria. Es ist unser Kind. Und daran kann niemand etwas ändern. Wirst du immer zu mir halten? Ja, Maria. Lass uns zusammen weggehen. Arbeitslose mit einem Kind. Wir kommen schon durch. Nein, Hans. Damit würde alles nur noch schlimmer. Wenn ich jetzt weggehe, muss mir Vater nicht einmal meinen Pflichtteil auszahlen. Und wir werden es bitter nötig brauchen. Warum dürfen wir nicht glücklich sein? Sag, dass du mich lieb hast. Das weißt du doch. Sag's. Ich brauch's gegen den Vater. Ich hab dich lieb. Du kannst mir nicht verbieten, auf Hans zu warten, Vater. Und wenn ich erst Majorin bin... Ach so, darauf läuft's hinaus. Erst unseren guten Namen in den Dreck ziehen und dann aufs Recht pochen. Du, ich werde dich lehren, mit deinem Vater zu reden. Du wirst die Maria nicht schlagen, Vater. Hast du das auch schon aufsässig? Weit ist es gekommen, durch diesen Roten. Versündige dich nicht gegen dein eigen Fleisch und Blut, Wilhelm. Maria kriegt ein Kind. Ich hab dir gesagt, du warst dagegen. Der Weiber hat doch sonst für alles ein Mittel. Aber Wilhelm... In unserer Familie hat es noch nie eine Bankart gegeben. Ich will das Kind, Vater. Und ich will den Hans Bezo. Was hast denn du schon zu wollen? Du schläfst unter meinem Dach, du isst mein Brot. Aber das Kind gehört mir. Das Balg kommt mir nicht auf die Welt. Nicht solange ich in diesem Hause bestimme. Und wenn dir das nicht passt, dort ist die Tür. Sie steht offen für dich. Das kannst du nicht wollen, Mann. Ich will, dass sie nachdenkt, wie weit sie kommt. Allein. Eine streunende Katze, die im Graben jungt. Ich bin nicht allein, Vater. Der Hans hält zu mir. Den Kerl jage ich aus dem Dorf. Und jetzt raus mit dir. Guten Abend, Emma. Abend. 2 Bier. Du sag mal, Robert, könntest du dir mit deiner SA nicht mal den Bezo vornehmen? Ja, ordentliche Abreibung. Wie damals den Rossner. Hm? Ich denke, der wird dein Schwiegersohn. Das wird er nicht. Drum eben. Wie stellst du dir das vor? Die SA hat größere Aufgaben, als deine Privatsachen zu regeln. Der Kerl muss weg von hier. Das meine ich auch, Wilhelm. Du hilfst mir. Wilhelm, wir bringen den Bezo hinter Schloss und Riegel. Wie willst du denn das machen? Ach, vielleicht könnte man der Polizei einen Wink geben, dass Bezo auf dem Boden einen Karabiner, 2 Pistolen und Munition versteckt hat. Und der Karabiner ist geladen. Das ist doch Quatsch. Quatsch? Bitte schön. Wohl bekommst. Danke. Wilhelm, wenn man den Karabiner bei Bezo findet, ist das unerlaubter Waffenbesitz. Noch dazu bei einem Roden. Was steht denn darauf? Ich bin kein Rechtsgelehrter. Auf jeden Fall erstmal Untersuchungshaft. Sowas dauert, wenn der Kerl erstmal hinter Gittern sitzt. Ein Kommunist kommt der Justiz nicht so schnell aus den Fingern. Und nicht mehr lange, Wilhelm, dann ist Adolf Hitler am Drücker. Und wenn das nicht klappt?
Wir treffen uns wieder, sagt der Fuchs zum Wolf, wenn ich hier so beim Kirschner. Und dort an der Stange hängen nicht unsere Pelze will. Wir gehören zusammen, Lilly, komm zu mir. Auf den Hof? Nein, Hermann. Da gibt es denn für uns überhaupt keinen Weg. Komm zu mir. Es ist ein Karussell, eine Schießbude, ein Wohnwagen. Das gehört uns, Hermann, jetzt, heute, sofort. Nicht erst in 10 oder 20 Jahren. Ich kann Vater nicht im Stich lassen. Mich lässt er im Stich. Wir bauen heute Nacht noch ab. Morgen früh verladen wir auf den Bahnhof. Übermorgen sind wir schon in Würzburg. Wenn ich noch mal in Ruhe darüber sprechen, Lilly. Nein, Hermann, ich habe Arbeit. Sind Sie Hans Petzo? Ja, Sie sind verhaftet. Was soll denn das? Kriminalpolizei. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Kommen Sie. Keine Angst, Maria. Ich habe nichts verbrochen. Ich bin bald wieder hier. Den sehen wir so bald nicht wieder. Was ist denn los, Adomait? Die Kripo hat Hausübungen gemacht bei dem Strolch. Ein ganzes Waffenlager hat sie gefunden. Mein Gott. Maria. Ich gehe, Vater. Hermann. Ja, Mutter, ich gehe fort. Oben in der Kammer liegt Maria, Vater. Tot. Sie hat nur den Hans Spezo gewollt. Und ihr Leben. Und du hast ihr beides genommen. Ich habe nicht gewollt, dass es so endet, Hermann. Ich wollte nur das Beste. Für Maria. Für uns. Für den Hof. Für den Hof, für den Hof! Ich kann es nicht mehr hören, Vater. Hat die Maria erst sterben müssen, damit ich begriffen habe, wie er uns duckt und krumm macht, dein Hof. Wenn du so leben willst, ich will's nicht. Darum gehe ich fort. Wenn du so denkst, dann geh. Hermann! Das Dankgebet ist noch nicht gesprochen. Brrr.
Morgen, Fritz. Na, Hermann? Nimmst du mich mit zum Bahnhof? Willst du verreisen? Ja. Na, dann sitz auf. Werden, Wilhelm. Walter, was von der Schule. Ich fahre morgen und hole ihn. Willst du nicht warten? Der Erbe gehört auf den Hof. Ich meinte nur, dass Hermann... Wir haben nur noch einen Sohn. Merkt ihr das? Ich bin mit dem Gespann auf den Bannerlamm. Oh mein Gott, womit haben wir das verdient? Sag mal, was ist eigentlich aus deinem Onkel Hermann geworden? Keine Ahnung. Der hat sich nie wieder sehen lassen. Nie wieder? Nee. Ich verstehe es sogar. Ich an seiner Stelle hätte ihn auch nicht wiedersehen wollen. Nach all dem. Er hat sich für Lilly entschieden. Ganz und gar. So wie ich mich für dich. Ah. Mann, ich krieg ja keine Luft mehr. Wir war Dienstmann, nicht halb. Das müsste sie langsam mitkriegen.